Fragst du dich auch manchmal, wie es früher war, als du noch nicht selbstständig gewesen bist, wie lang da manchmal die Tage gewesen sind, weil sich doch immer irgendwer um irgendwas gekümmert hat. Und jetzt, wo du dich selber um alles kümmern musst, fängt es schon früh morgens an, dass du an manchen Tagen wirklich enorm viel schaffen musst, bevor der Tag eigentlich losgeht. So ein Tag ist heute auf jeden Fall bei mir. Und wir haben zwar gestern auch gearbeitet an Pfingstmontag, aber von zu Hause aus gearbeitet. Heute geht es wieder ins Büro. Und ja, eigentlich ist heute Montag, was die Woche kürzer macht, aber auf der anderen Seite natürlich auch komprimiert auf 4 statt 5 Tage. Das heißt, jetzt ist nicht Mittwoch, Mitte der Woche, sondern Donnerstag Bergfest, was dann das Ende der Woche kürzer macht, aber den Anfang der Woche auch nicht unbedingt viel kürzer erscheinen lässt. Auf jeden Fall gibt es nicht weniger zu tun, nur weil es 4 Tage sind in der Woche, sondern es gibt den gleichen Arbeitsaufwand, der dann dementsprechend halt in die weniger Tage reinpassen muss. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich zusammengefasst für dich, und auf jeden Fall gehe ich gerade mit ein bisschen Zeitdruck im Nacken in diese Woche rein, weil ja aus genannten Gründen sich das Ganze jetzt ein bisschen staucht auf weniger Tage und trotzdem natürlich auch Buchhaltung gemacht werden muss und Administration gemacht werden will, aber auf der anderen Seite auch Kliententermine vorbereitet und durchgeführt werden wollen. Und da bin ich dankbar für, dass das so ist, was aber nicht auf der anderen Seite auch heißt, dass es auch mal ein bisschen Druck verursachen kann, das alles unter einen Deckel zu bringen. Und so ist es jetzt gerade mal. Dazu kommt ja, was ich gestern im Video schon gesagt habe, dass diese Woche durchaus einige Herausforderungen in sich birgt. Gerade was so im familiären Rahmen ist, dass man da einfach gucken, achtsam mit umgehen soll, wie man selber mit seinem familiären Umfeld umgeht oder wie mit einem umgegangen wird, wie du deine eigenen Interessen vertreten kannst, ohne jemanden zu sehr auf die Füße zu treten, aber auch nicht, um immer nur hinten anzustehen oder aufzustecken. Und das wird, glaube ich, für viele in dieser Woche das Thema sein, sei es in der Partnerschaft oder in der Familie, zu schauen, wie du das geregelt kriegst, dass du mit einem guten Gefühl durch die Woche gehst, dass du auch zu deinem Recht kommst, aber auch niemand anderen dadurch benachteiligst. Und jeder Tag, jede Stunde ist ja nur einmal zu vergeben. Und da ist es einfach wichtig, und dafür plädieren wir ja auf jeden Fall, möglichst viel von dem zu machen, was dich ausmacht, was dich zufrieden macht. Dann profitiert natürlich auch davon, von deiner Zufriedenheit profitiert auch dein privates und berufliches Umfeld. Umgekehrt wäre es ja noch schlimmer, wenn du ein ewig Getriebener oder eine ewig Getriebene wärest. Und das sind ja sehr, sehr viele Menschen, die permanent nur danach leben, was ihnen gesagt wird, oder die permanent den Druck im Nacken haben, machen zu müssen, weil irgendwer es von ihnen erfordert. Das ist was, was sich natürlich dann auch wiederum negativ auf dein persönliches und berufliches Umfeld auswirkt. Und in allererster Linie aber auf dich selber, auf deinen Gesundheitszustand, auf deine mentale Gesundheit, auf deine körperliche Gesundheit. Und wenn du in so einem Zustand bist, ist es ja allerhöchste Eisenbahn, aktiv etwas daran zu tun, um gegenzuwirken, dass es wieder ruhiger wird, dass es wieder besser wird. Warum erzähle ich das? Weil das ein Teil dessen ist, womit ich und wir uns tagtäglich beschäftigen. Alexandra, anders als ich, bei mir geht es eher darum, aufzuzeigen, was die Themen sind und auch aufmerksam zu machen, was die Qualitäten sind der jeweiligen Zeit. Bei Alexandra geht es sehr viel mehr noch in die Umsetzung, in das Aufdecken und Blockaden lösen, dass da dementsprechend das, was hindert, also was den Fluss hindert, verhindert, behindert, dass das wieder ins Fließen kommen kann. Das ist Alexandras Qualität, damit du mit Macht, mit Kraft nach draußen gehen kannst, damit du mit Macht und Kraft
deinen Weg ebnen und beschreiten kannst. Meine Tätigkeit ist ja eher das Vorbereitende, also das, die Orientierung zu finden, worum geht es überhaupt bei dir. Und wenn du das beides hörst, kannst du ja für dich entscheiden, falls du Bedarf siehst, etwas ändern zu wollen, weil du Gefahr läufst, vor die Wand zu knallen und für dich erkannt hast, du bist Teil des Ganzen und willst auch selber was dazu beitragen, dass es besser werden kann, dann kannst du schauen, geht es für dich darum herauszufinden, worum es überhaupt geht. Dann melde dich gern bei mir, wenn es für dich darum geht zu sagen, dir sind viele Sachen bewusst, aber du weißt auch, irgendwo bist du ins Straucheln gekommen, bist du hängen geblieben und kommst da jetzt nicht weiter in einem konkreten Punkt, dann wäre es auch gut, wenn du dich an Alexandra wendest, um da zu schauen, was sie für dich tun kann, damit das wieder, na, wie so ein Staudamm im Bach, den wir früher alle mal im Wald gemacht haben, denke ich, um das zu lösen, damit das Bachbett wieder frei wird und damit das Wasser wieder frei fließen kann. Und so ähnlich ist es mit deiner Energie ja auch. Hast du Entzündungen im Körper, ohne dass ich jetzt medizinischen Background habe, aber Entzündungen sind ja gestaute Energiefelder, die sich dann dementsprechend an den Gelenken festsetzen und den Fluss unterbrochen haben. Und dann ist es ja an dir, etwas zu tun, um den Fluss wieder herstellen zu können. Und das ist dann ja ganz, ganz wichtig, dass du da was für tust. So, hier wird freundlich geblitzt. Und ja, man muss jetzt gerade, auch komisch, ne? Da wird geblitzt und ich verstumme. Also was ja nun auch völliger Käse ist, aber ich bin jetzt aus dem Redefluss raus. Von daher, hab einen schönen Tag und komm gut durch die kurze Woche, durch die wenigen Tage mit viel Arbeit hoffentlich, aber mit zufriedenstellender Arbeit noch hoffentlicher. In dem Sinne, Herzkanalgrüße aus Köln. Das war Armin und bis zum nächsten Mal. Danke für deine Zeit, fürs Zuhören und mach's gut. Tschüss.